Hallo, ich bin Melanie und willkommen auf dem DishPost Dashboard. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Artikelgruppen hinzufügen kannst. Klicke zunächst auf Artikel. Gehe dann zu Artikelgruppen. Du befindest dich nun in der Übersicht über deine Artikelgruppen. Um eine neue Gruppe hinzuzufügen, klicke auf Plus Artikelgruppe hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in das du alle Informationen zu der Gruppe eingeben kannst. Gib zunächst den Namen ein. Verwende dazu das entsprechende Textfeld. Anschließend wähle die Artikelgruppe aus, der die neue Gruppe zugeordnet werden soll. Verwende dazu das entsprechende Dropdown-Menü. Die neue Artikelgruppe wird dann der ausgewählten Gruppe untergeordnet und übernimmt die vorgegebenen Einstellungen. Wähle dann die Umsatzgruppe über das entsprechende Dropdown-Menü aus. Wähle nun den Mehrwertsteuersatz über das entsprechende Dropdown-Menü aus. Und entscheide, ob die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht, indem du das entsprechende Dropdown-Menü verwendest. Unter Verpackungsprofil wähle über das Dropdown-Menü das Standardverpackungsprofil für die Artikel aus. Wenn diese Gruppe zum Beispiel nur pfandpflichtige PET-Flaschen enthält, kannst du das entsprechende Verpackungsprofil einstellen. Um die Gruppe einem Gang zuzuordnen, verwende das entsprechende Dropdown-Menü und wähle den entsprechenden Gang aus. Um anzugeben, auf welchem Drucker oder Bildschirm die Artikel dieser Gruppe gedruckt oder angezeigt werden sollen, klicke auf Plus Produktionsattribute hinzufügen. Wähle dann aus dem Dropdown-Menü das Produktionsattribut aus, das der gewünschten Produktionsstation zugeordnet ist. Wenn du den Artikel auf mehreren Druckern oder Bildschirmen drucken oder anzeigen möchtest, kannst du mehrere Attribute hinzufügen, indem du das Plus-Symbol verwendest. Um ein Attribut zu löschen, verwende das Mülleimer-Symbol. Unter Identifikation kannst du eine interne Referenznummer hinzufügen. Verwende dazu einfach das entsprechende Textfeld. Nachdem du alle Artikelgruppendetails eingerichtet hast, klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Zurück in der Übersicht kannst du das Bearbeitungssymbol einer Artikelgruppe verwenden, um bestimmte Einstellungen anzupassen. Wenn du eine Artikelgruppe löschen möchtest, klicke auf das Mülleimer-Symbol. Um sicherzugehen, dass du sie nicht versehentlich löschst, wirst du aufgefordert, deine Aktion zu bestätigen. Klicke dazu auf Löschen. Das war's. Du hast das Tutorial abgeschlossen und weißt nun, wie du Artikelgruppen hinzufügen kannst. Denk daran, dass du die vorgenommenen Änderungen an dein System senden musst, indem du zu den allgemeinen Einstellungen gehst.